Also, wir haben nochmal weitergespielt. Wollten schauen, was man noch machen kann, ob wir was übersehen haben. Tatsächlich haben wir einen Bug gefunden, den wir euch nicht enthalten wollen, weil der doch sehr amüsant ist und ein Charakter wieder erscheint, der uns in der kurzen Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Genau, und dafür müssen wir hoch in die Rezeption. Haben. Ja, die Pastete hatten wir jetzt verfüttert. Oso ist jetzt krank, hat seine Klamotten wieder an. Genau, hat uns das Handtuch gegeben, das alles. Oh, okay. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Offenbart. Was? Nein, ist es möglich. Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Ja, erkenne was? Den Fehler. Aber... Wir hatten die Kleidung noch gar nicht aus der Waschmaschine. Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Ach, das war falsch. Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Oder so ähnlich. Genau. Also, wie schon Anne gesagt hat, ja, die Kleidung haben wir ja eigentlich noch gar nicht rausgeholt. Trotzdem haben wir sie. Können uns damit verkleiden. Und wenn wir jetzt in unser Zimmer gehen... Kommt das nächste Special. Ja, kommt das nächste Beste. Hey Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch, Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Yay. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell, was? Tja, ulkige Geschichte. Also das... Esther, ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne. Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist weg. Wo ist er hin? Vorwärts, aber Dali! Dessi! Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben sie ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Goal, weg hier. Hey, halt! Stehen geblieben! So, und das war's auch schon.
Ab hier hängt dann das Spiel. Und weil hier, ihr seht, kein Rufus mehr da, keine Person mehr da. Wenn ich hier reingehen will, klickt, passiert nichts. Wenn ich da reingehe, auch nichts. Wenn ich jetzt hier anklopfe, geht auch nichts. Es geht nichts. Ich bin nichts. Ich kann nichts. Habt ihr gesehen? Okay, ich kann doch was. Ich kann durch Wände gehen mittlerweile. Ja, das haben wir alles durch unseren magischen Anzug, dem magischen Anzug zu verdanken. Yep. Ja, den wir der Waschmaschine herausgezaubert haben. Wie auch immer. Whatever, ja. Also das wollten wir euch nicht vorenthalten. Wir fanden es unglaublich amüsant. Genau. Also, aber gleich nochmal ein Video mit dem offiziellen Demo-Ende. Das haben wir schon davor gezeigt. Oh. Das habt ihr also schon gesehen. Alles klar. Ja, dann sagen wir jetzt nichts mehr und hören einfach auf, würde ich sagen. Okay. Bis zum nächsten Mal.